Willkommen zurück zu Lies of P. Eine Truhe. Sehr viel zerstörte Puppen, würde ich behaupten, oder? Obwohl, das sind versteinerte Menschen. Dieses Rohr führt hier unten hin. Es würde mich nicht wundern, wenn er am Ende irgendwas gemacht hat. Ich kann es nicht öffnen. I knew you could do it. We have all the ingredients we need. I dreamed of this day for so long. The moment you'd come back to life. You can be human again. By using that vast supply of ergo and the arm of God. I just need the final ingredient. The one that holds your memories and your lifespan. Your heart. If you give me your heart. All these trials and tribulations will be over. You have been a brilliant and a good boy. As your reward, I shall turn you into a real boy. Give me your heart, son. Vergiss es. Give me your heart. I believed you were a good boy. But you insist on breaking my heart. Well, I suppose Carlo was mischievous. It seems you inherited his personality instead of his memories. But a father always looks after his children. Even naughty ones that must be punished, like you. In my own way, I grew to love you. After all, you're the puppet who would bring my son back to life. I'm disappointed in you. I didn't mean for this to happen. I believed you were a good boy. If you refuse, then I'll have to retrieve it myself. My son. You can become a real human. Ernsthaft, noch ein Kampf? Come to me, my son. I never bound you to the Grand Covenant like the other puppets because of Carlo's memory within you. I know you have gone astray, you troublesome little puppet. Meine Fresse. Your freedom is not for you, but for Carlo.
How dare you? You're just a puppet. Nothing more. Du am Arsch, Junge! Das ist ja ekelhaft, ekelhaft. Hallo, lässt du das mal? Die erste Puppe. Oi, oi, oi. Sorry.
wie die Statue. It's so good to see you. Rise of Pi Trophäe.
I have a final report on the Krat experiment. You certainly took your time, Paracelsus. Your findings? I think we have a new brother. A new type of humanity, so to speak. There are many forms of eternal life. It's intriguing, and worth further observation. Noted. And we'll have to get his arm back anyway. I'm counting on it. Expect another report at the next meeting. Paracelsus returning. Ah, and when I return, I will find her. For sure. Another key of ours. Dorothy. Das war doch eben ein ganz klarer Hinweis auf Teil 2, oder? Wenn du das nächste Spiel beginnst, kannst du das aktuelle Spiel nicht fortsetzen. Möchtest du fortfahren? Nein. Okay, ich bin verwirrt. Wir können jetzt hier wieder noch rumlaufen. Neu starten, aha. Aber es ist alles so wie gehabt sonst, ja? Welcome to Hotel Krat. Ist da irgendwas Neues dabei? Ergo eine namenlose Puppe. Die namenlose Puppe war die erste Puppe, die der alte Mann mit einem P-Organ ausgestattet hatte. Ihre Ergo-Effizienz war nicht nur unscheinbar, sondern zerstörerisch und so wurde die namenlose Puppe nicht für den Körper des Jungen ausgewählt und weggeschlossen. Oh, did I scare you? It's me, Hugo. This whole thing has inspired me. I'm going to try to be the Alidoro of a new generation. I will also keep looking for the relic's true owner. Check in with me anytime. A great weapon calls for a great... Sorry, no, pronouncements aren't my thing. As always, prove that you're worthy. Aber war er nicht kleiner? Dann würde ihm das eigentlich gar nicht passen. Adel verpflichtet, okay. Gibt's bloß wieder ein Amulett oder was? Ergo eine namenlose Puppe. Immun gegen alle Attributsstatus leiden. Man weiß nicht, ob die namenlose Puppe über ein Ego verfügte. Der Grund dafür ist, dass mehrere Kerne mit konzentriertem Ergo verwendet wurden, um ihre Feuerkraft zu erhöhen. Wenn diese Puppe nur eine Emotion empfinden könnte, dann wäre es Hass. Durchbohrender Hassamulett. Beweis der Menschlichkeit. Ich meine, gegen alle Attributsleiden, das ist schon nice. Eine riesige Scherenklinge, die von einer namenlosen Puppe benutzt wird. Sie ist ein zweischneidiges Schwert, das die Freiheit beenden oder sie gewähren kann, indem sie die Fäden der Manipulation durchtrennt. Marionetten sind an Fäden gebunden. Die Menschen haben ihre eigenen Fäden durchgeschnitten. Der Junge traf eine Entscheidung und wurde ein Mensch. Ich kaufe das mal nicht. Mal gucken, ob die anderen hier noch was zu sagen haben. I've made up my mind. I am going to keep living to honor Atkinson's sacrifice. Someone needs to tell everyone out there what happened in Krat. I'm gonna look for a way out again. Thanks for all your help.
I hope Kropp finds fortune soon. This great disaster, the Krat crisis, has left no one unaffected. But it's over now, thanks to you. We are all in pain. We're all hurting. But now it's time to begin healing. I will do everything I can to help. Together, compagno, I think we really can make Krat, if not the entire world, a better place. You have been such a great help to Master Vanini. I will do my best to be of assistance in return. As always, I stand ready to appraise the value of... So much has happened. It's bewildering. But it feels like there is hope, even here in godforsaken Krat. It's all because of you, so thank you. Though I suspect you haven't told me everything. Ich will mal gucken, zumindest gleich, wie es draußen aussieht. Und war er der Typ im Zug? Er war der Typ im Zug. Der Brief der Ewigkeit. Ich habe mich gut amüsiert. Es ist wunderbar zu sehen, wie ein neuer Bruder geboren wird. Ich hoffe, dich irgendwann auf der ewigen Linie der Zeit wiederzusehen. PP. Pinkelpause. Ein Spender der Waren gegen Goldmünzen. Ein Spender der Waren gegen Goldmünzenfrüchte ausgibt. Okay, aha. So, dann will ich noch gucken, wie es, ich nenne es mal, im Arbeitszimmer aussieht. Da liegt auch was. Wozu kann ich es anixen, wenn ich es doch nicht benutzen kann? Der Brief des blauen Schmetterlings. Danke, dass du mir ein neues Leben geschenkt hast. Die Tatsache, dass eine Ergo-Puppe ein zweites Leben haben und zu einer anderen Art von Mensch werden kann, ist etwas, was die Menschen noch verstehen müssen. Bis dahin kehre ich nicht ins Hotel zurück und werde an diesem Ort bleiben. Die Kat-Katastrophe ist vorüber. Sammlerstück, die Geschichte vom blauen Schmetterling. Es gibt noch die Nachwirkungen der Verständigungskrankheit und die Puppen. Heile bitte die Wunden der Leute. Du bist der Grund, warum wir unsere Freiheit haben. Ich danke dir vielmals. Ich bin dankbar, dass du mich von meinem Marionettenfäden befreit hast. Bis dahin kehre ich nicht ins Hotel zurück, werde an diesem Ort bleiben. Aber wo ist der Ort? War das jetzt... dort? Okay. Hätte ja sein können, dass sich das noch ändert. Hui. Keine Ahnung, wo die Katze jetzt abgeblieben ist. Eigentlich wollte ich sie nochmal streicheln, aber... Ah doch, da hinten ist sie. Okay, bleibt so. Okay. Das heißt für mich eigentlich, die Gegner würden alle noch da sein, ne? Also wenn ich... Also ich würde sie hier vermuten, oder?
Nee. Ah, ich weiß halt nicht. Ich bin trotzdem neugierig, wie sieht es denn jetzt hier oben aus? Kann man den Fahrstuhl wieder hochholen? Scheint ja nicht so. Ich muss gucken. Das interessiert mich jetzt. Hier wird sie ja auch nicht drin sein. Und ansonsten würde mir nur noch ein Ort einfallen, wo sie sein könnte, wenn man sie überhaupt jetzt noch im Spiel finden kann. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wäre auch merkwürdig gewesen. Woran habe ich gerade gedacht? Ich habe gerade keine Ahnung. Ah, hier. Sie ist nicht da. Mist. Aber das ist genau die Szene, die ich meinte. Oder ähnlich zumindest. Jetzt will ich trotzdem gucken, sind jetzt hier... Ja, die Gegner sind trotzdem noch da. Alles klar. Schade, ich hätte sie gern nochmal gesehen. Ja. Das war dann also Lies of P. Ein wirklich fantastisches Spiel, muss ich einfach mal sagen. Damals habe ich ja die Demo auch gezockt, die kann man hier auch auf dem Kanal sehen. Seitdem war ich richtig heiß auf das Spiel. Auch wenn ich am Anfang die komische Polizeipuppe nicht besiegen konnte und dann schon aufgeben wollte, habe ich es zum Glück doch noch geschafft und dann erkannt, wie geil dieses Spiel letztendlich ist. Auch wenn es mir zum Ende hin zu wenig Puppen waren, wow, einfach geil. Und was ich halt gut finde an diesem Souls-like, ist, dass ich relativ bequem leveln konnte. Jetzt haben wir Level 2.10 und es hat nicht so übermäßig viel Ergo gekostet. Ich glaube, bei Dark Souls ist es halt extrem langwierig, dann irgendwann so krass zu leveln. Und ich meine, wir waren ja auch so stark, dass wir im Prinzip keine Probleme mit den Bossen weiter hatten. Ich konnte immer meine Fernkampfangriffe machen und war dadurch relativ safe. Dadurch musste ich nicht wirklich blocken oder ausweichen. Ich denke mal, das hat mir echt sehr, sehr viel erleichtert. Und sonst hätte ich wahrscheinlich, wäre ich gefrustet und hätte aufgehört. Aber wir können uns noch eine Stelle angucken, fällt mir gerade ein. Sie wird nicht da sein, aber ich will es trotzdem ausprobiert haben. Ich frage mich gerade, wo das ist. Und mittlerweile sind ja überall so eine Zeichen da zu sehen, ne?
bei den Ladebildschirmen. Ob das noch was zu bedeuten hat oder habe ich das vorher einfach nicht bemerkt so richtig? Okay, nichts Neues. Da, wieder ein Gesicht. Ich glaube, das ist neu. Das Pinocchio-Gesicht. Aber das wird wahrscheinlich kein Zeichen sein, dass es hier irgendwas zu holen ist oder so. Naja, schweren Herzens werde ich dann das Spiel jetzt beenden. Vielleicht mache ich irgendwann mal nochmal einen Durchlauf und entscheide mich bei den Sachen jeweils anders. Wäre interessant zu wissen, ob es irgendwie sich großartig ändert. Ich glaube nicht wirklich dran. Wahrscheinlich kleine Einzelheiten. Aber naja. Das war's dann. Mit dem großartigen Spiel Lies of P. Spitze bedanke mich. Bis denn. Achso, was ich noch anmerken möchte, den DLC gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Ich weiß auch schon, oder ich vermute es, wo der Start von dem DLC sein wird. Nämlich dieser inaktive Stargazer. Und wenn ein Teil 2 kommt, gucken wir uns den 100 Pro auch an. Spitze bedanke mich. Bis denn.